Hey Hero Maniacs, hier ist Sascha und ich bin mir relativ sicher, dass ihr euch jetzt fragt, Sekunde, was haben wir eigentlich verbrochen, dass Sascha uns heute den Schiffssimulator die Seenotretter zeigt? Da kann doch irgendwas nicht stimmen. An der Stelle, kleine Entwarnung vorweg, der Schiffssimulator ist seit gestern draußen, also diese Version des Schiffssimulators, wo es primär um die Seenotrettung geht. Und ich muss zugeben, dass mich alle Trailer von dem Spiel unglaublich angemacht haben. Und ich dachte mir, wir schauen es uns einfach mal an. Vielleicht wird es ein angespielt, das heißt ein Teil, wo ich euch einfach das Spiel ein bisschen zeige. Vielleicht wird es aber auch mehr, wenn das Ganze gut ankommt. Da seid ihr natürlich gefragt, wie üblich, in die Kommentare gehen, nachdem ihr das Video gesehen habt und ruhig mal eure Meinung kundtun. Gut, ich würde sagen, wir springen einfach mal direkt rein. Ich habe selber nicht reingeguckt, aber wir fangen natürlich mit dem Tutorial an, weil ich will erstmal wissen, worum geht's hier eigentlich? Ich meine, ich weiß natürlich, Seenotretter, okay, hier die Rettungskräfte auf dem Wasser sorgen dafür, dass Leute nach Hause gebracht werden, sah tatsächlich in Trailern relativ gut aus und das hat mich ein bisschen überrascht, denn ich meine, wir kennen alle diese unzähligen Simulatoren, sowas wie den Holzhack-Simulator, den Wechsel deiner Schwiegermutter, die Windel-Simulator. Es gibt so viel Quatsch auf dem Markt, das ist unfassbar. Ich erinnere mich wie heute. Vermutlich war es dieses Ereignis, das mich zur See führte. Es war windig und es regnete in Strömen. All meine Kumpels waren längst in ihre Häuser verkrochen. Doch nicht ich. Ich war bei Jonne. Einem Seebären, wie er im Buche steht. Und ich noch jung, unerfahren, draufgängerisch. Trotzdem war Jonne mein bester Freund. Er war der erste Vormann des Seenotkreuzers auf Helgoland. Und während nun also der Regen gegen die Bullaugen peitscht, stehe ich mit Regenjacke immer noch auf diesem prächtigen Schiff. Ich wollte einfach nicht gehen. Dieses Wasser, diese See, diese Naturgewalten, sie faszinierten mich. Ich erinnere mich wie heute, dieser Regen, der Vorbote für die Ereignisse, die mein Leben noch prägen sollten. Pete, hörst du mich? Komm in den Fahrstand, ich brauche deine Hilfe. Wir haben einen Notfall. Ja, diese Faszination. Benutze deine Maus, um dich umzusehen. Mit den Tasten WASD kannst du dich bewegen. Wenn du Maus und Tastatur parallel nutzt, kommst du schneller vorwärts. Du musst zu mir kommen. Ich befinde mich drinnen. Im Fahrstand des Seenotkreuzers. Klicke mit der Maus auf eine Tür, um sie zu öffnen. Ja, ich würde ja gerne zu dir kommen, aber ich komme hier gerade nicht durch. Ich habe so das Gefühl, wir sind ein 200-Kilo-Mann, der einfach hier die Stufen nicht hochkommt. So fühle ich mich gerade. So, mein Gott, also diese Faszination fürs Meer, die teile ich tatsächlich, denn ich liebe das Meer, ich liebe die offene See, ich liebe Deadliest Catch, wem das was sagt. Gut, gehen wir mal ins Boot rein. Oh, schön. Pete, da bist du ja. Und jetzt? Hör dem Funk zu. Hermann Marwede von MACC Bremen. Jonne Faas, hörst du mich? Ja, ich höre Bremen. Was ist los? Ein Lotse hat uns eine treibende Segeljacht gemeldet. Bei der Wassertemperatur machen wir uns große Sorgen um die Crew. Position? Leider bislang unbekannt. Wir berechnen gerade das Suchgebiet. Verstanden. Wir sind unterwegs. Pete, Junge, wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen auslaufen und du musst mir helfen. Ja, ich bin der Pete ohne Smeet scheinbar. So, wir sollen auslaufen. Okay, dann wie tun wir das? Okay, Tasten werden uns hier angezeigt. Das na gut. Das ist sie. Die Hermann Marwede in ihrer ganzen Pracht. Halte die rechte Maustaste gedrückt und bewege die Maus, wenn du sie dir von allen Seiten ansehen willst. Oben findest du die Option Kamera. Hier kannst du jederzeit in eine andere Perspektive schalten. Zur freien Ansicht zurück kommst du dort über die Option Orbiter. Wir haben es eilig. Du musst mir helfen, das Schiff zu steuern. Drücke hierfür die Cursor-Tasten. Du kannst alternativ auch die Steuerelemente am unteren Bildschirmrand mit der Maus bedienen. Und jetzt alle Hebel auf den Tisch. Ja, wir haben es eilig. Wir müssen die Besatzung einer Segeljacht retten. Sie ist im Sturm gekentert. Leider wissen wir nicht genau, wo sie sich befindet. Aber die Seenotleitung in Bremen hat uns ein Suchgebiet übermittelt. Auf der Karte unten im Bildschirm siehst du, in welcher Richtung sich das Suchgebiet befindet. Navigiere mit der Marwede in Richtung des grünen Pfeils am Rand dieser Karte. Beeilung, wir müssen schnell das Suchgebiet erreichen.
So, aufs offene Meer geht's. Hier habe ich auch ein bisschen die Kamera durchgewechselt. Das Spiel, ganz ehrlich, verglichen mit so anderen Simulatoren, die es gibt, da wird ja relativ viel von Scheiße auf den Markt geworfen. Das sieht wirklich spitze aus. Also, und ich bin mir sicher, YouTube rechnet noch ein bisschen runter. Also, dass das nicht so gut aussieht wie bei mir auf dem Rechner, aber das sieht wirklich sehr anständig aus. Offenes Wasser, die Wellen sehen toll aus. Also, sehr positiver Ersteindruck, genauso wie die Synchronarbeit, auch wenn hier der alte Seebär eine Menge erzählt hat. Die Synchro ist bisher echt besser als das, was ich erwartet habe. Also ich glaube, die Entscheidung, das Spiel euch zu zeigen, war nicht unbedingt die schlechteste. Aber wir müssen jetzt erstmal anfangen hier mit ein bisschen ein bisschen Seemannsgarn oder sowas wie, wer lebt in der anderen, das ganz tiefe Meer. Ne? Alle mitsingen. Ich höre euch förmlich vom Monitor SpongeBob Schwammkopf singen. So, wir nähern uns dem Gebiet. Wir müssen die Besatzung einer Segeljacht retten. Gut gemacht, mein Junge. Wir haben das Suchgebiet erreicht. Wir müssen das Suchgebiet abfahren und nach einer Segeljacht Ausschau halten. Die Grenzen des Suchgebietes siehst du auf deiner Navigationskarte unten als viereckiges Feld eingezeichnet. Gibt es nicht sowas wie ein Radar eigentlich bei Schiffen, dass man Leute findet, die auf offener See irgendwo verschütt gegangen sind? Oder ist das wirklich realistisch, dass man mit den Augen suchen muss und das so ein großes Schiff eigentlich nur von zwei Leuten befehligt wird? Das finde ich ja noch viel besser. Na, da hinten ist was. Oh, da hinten ist was. Ich glaube, da hinten haben wir sie. Das ist aber auch ein Sauwetter. Meine Güte. Wie heißt unser Kollege nochmal? Jorro oder sowas? Ich habe schon wieder verdrängt. Ich weiß, wir sind der Pete. Das kann ich mir merken. Der wilde Pete am Steuer. So, wir nähern uns. Ihr habt übrigens gerade gesehen, bin ja ein bisschen mit den News durchgegangen. Man kann tatsächlich Zeit beschleunigen, was, glaube ich, sehr praktisch ist, wenn man zu einem Einsatzort unterwegs ist. Aber ich finde echt, das Spiel, es sieht gut aus bisher. Also da kann ich wirklich nicht meckern. Da habe ich schon deutlich Grausameres gesehen. Ich sag nur, dieser Holzhack-Simulator. Ja. Gut, wir sind da. Bzw. fast da. Oh, da brennt es. Das ist natürlich nicht gut. Prima gemacht, Pete. Ich sehe sie. Bremen, wir haben die Schiffbrüchigen entdeckt. Außerdem einen Brand bei der Segeljacht. Verstanden, Marvide. Viel Glück bei der Bergung. So, mein Junge, jetzt geht's ans Eingemachte. Wir müssen die Verena zu Wasser lassen und die Schiffbrüchigen retten. Bei dieser Wassertemperatur werden sie nicht lange überleben. Die Verena musst du übernehmen. Ich halte so lange die Marvide hier stabil. Um das Feuer kümmern wir uns später. Menschenleben geht vor. Ja, ganz ehrlich, solange wir da schon im Wasser sein müssen. Verena ist unser Tochterboot. Du kannst sie mittels der Taste C zu Wasser lassen. Du kannst aber auch im Ego-Modus zum Tochterboot laufen und es mit der Maus. Sehr gut, Pete. Erste Lektion als Seenotretter. Die Rettung erfolgt fast immer mit dem Tochterboot. Mit ihm kommst du näher an die Schiffbrüchigen ran. Vor allen Dingen, wenn das Wasser flach ist. Suche die Schiffbrüchigen. Sie müssen irgendwo in der Nähe der Yacht. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt, aber die Verena. Fahre mit der Verena nah an den Schiffbrüchigen heran, so dass du ihn auf deiner rechten Seite hast. Gehe dann in die Kameraansicht Bergen. Alternativ kannst du auch die F10-Taste drücken. Klicke in dieser Ansicht den Schiffbrüchigen mit der Maus an, um ihn zu greifen und auf die Verena zu ziehen. Kerl, Junge, was machst du in ihrem Wasser? Komm mal schnell ins Warme. Los, renn da mit dir. Du hast ihn. Prima, Junge. MRCC Bremen, wir haben einen der Schiffbrüchigen. Er scheint wohlauf zu sein. Gute Arbeit. Ja, die Steuerung von der Verena ist relativ schwierig. Hätte ich jetzt nicht erwartet, weil das Hauptschiff lässt sich relativ gut steuern und hier dieses kleine Beiboot, das ist wirklich so ein bisschen, ich glaube, ich muss ihn auf der rechten Seite kriegen. Mal gucken, ob wir da irgendwie rankommen. Oh, nee, nicht döppen! Okay, das habe ich schon im Freibad. Oh, ups. Kann er eigentlich sterben, wenn ich drauf stehen bleibe? Ah, komm, wir wollen es nicht probieren. Wir sind hier, um Menschenleben zu retten, ne? Nicht um sie zu beenden. Wobei, wer so lange im Wasser ist, das kannst du, glaube ich, schon vergessen, weil jeder, der Deadliest Catch kennt, also der gefährlichste Job, ich weiß nicht, wie die deutsche Version davon heißt, von diesen Krabbenfischern in Alaska, eine meiner absoluten Lieblingsserien, was so Doku betrifft. Und da wird immer gehen häufig auch mal Leute übers Wasser und in der Beringsee überlebst du irgendwie, ich glaube, 2 Minuten oder sowas im offenen Wasser. Ich weiß nicht, wie das in der Nordsee ist, aber ich glaube nicht, dass es viel anders ist. Ja, es wäre natürlich schön, irgendwie hier ranzukommen, aber ihr merkt gerade, die Steuerung macht es einem nicht einfach. Aber gut, hier Wellengang. So, jetzt. Nicht untergehen lassen. Dammit. So, ich...
Verdammt, das kann nicht sein, ey. Das ist auch geil, ne? Der ist quasi vorm Boot und wird nicht gerettet. Nur noch eine weitere Person ist zu retten, Pete. Du schaffst das. Ja, ich schaff das. Chaka! Bremen, wir haben den zweiten Schiffbrüchigen. Verstanden. Danke für die tolle Leistung. Der Dank gebührt ganz unserem Pete hier. Das scheinen alle zu sein. Bring die Schiffbrüchigen zur Versorgung zu mir. Ich öffne dir achtern die Klappe. Dann kannst du mit der Verena wieder in die Marwede einfahren. Ja, das will ich aber auch meinen, dass der Dank mir gehört. Bin ich das hier übrigens? Das ist der Pete. Der kleine Pete. Sieht aus wie 8 Jahre alt. Der kleine Pete ist aus dem Kinderparadies abgehauen und hat sich die Verena geschnappt. So fühle ich mich ein bisschen. Ja, das müssen wir eigentlich sein. Mein Gott. Pete sieht tatsächlich sehr amüsant aus. Hallo, Pete. Das war eine Spitzenleistung. Ich bringe die Schiffbrüchigen ins Bordhospital und versorge sie. Du musst dich um den Brandherd kümmern. Keine Sorge. Ich berate dich weiter via Funk. Okay. Wir müssen den Brandherd löschen. Dafür benutzen wir unseren Löschmonitor. Wähle im Kameramenü die Löschmonitor-Ansicht. Klicke dann die linke oder rechte Maustaste, um einen davon zu aktivieren. Oh yeah, jetzt geht's los. Wo sind die Demonstranten? Wo sind die Demonstranten? Ich hab da was vor, liebe Freunde. Ich glaube, ich muss das Schiff ein bisschen drehen. Ich halte mal die Karte im Blick, während ich hier mal voll einschlage, damit ich irgendwie diese, ja, die Löschhosen Richtung Schiff kriege. Ich meine, so ein kleines Boot, ne? Das kann doch eigentlich nicht lange dauern, bis es abgesoffen ist. Aber gut, wir wollen ja nicht mit Realismus kommen. Über solche Sachen sollten sich Leute keine Gedanken machen, die den Schiffssimulator spielen. Wobei ich echt zugeben muss, dieser Ersteindruck, ich spiele es ja hier blind, tatsächlich, ich habe es ja vorher auch nicht reingeguckt. Ich habe nur Trailer gesehen und dann gesagt, ich möchte es unbedingt mal spielen oder euch vorstellen. Es ist tatsächlich ein relativ positiver Ersteindruck und ich bin echt kein großer Fan von irgendwelchen Simulatoren. Also ab und an mal Farm-Simulator, hier, Farm-Simulator heißt so, ne? Ja. Das Landwirtschaftssimulator heißt er. Das lasse ich mir noch gefallen, so alle Jubeljahre mal so ein bisschen eine Stunde, zwei Spaß haben. Aber den Rest, nee, den brauche ich ehrlich gesagt nicht, abgesehen vom Goat-Simulator natürlich. Aber ich muss zugeben, das hier macht keinen üblen Eindruck bisher. Also bin mal gespannt, wie die normalen Missionen dann werden. Das ist jetzt noch eine Tutorial-Mission, aber wenn die alle Story haben, dann wäre das schon sehr, sehr nett. Ich glaube, ich komme da nicht dran. Ich muss vielleicht mal, wobei eigentlich es geht genau. Wir müssen den Brandherd löschen. Dafür benutzen wir unseren Löschmonitor. Wähle im Kameramenü die Löschmonitor-Ansicht. Klicke dann die linke oder rechte Maustaste, um einen davon zu aktivieren. Ach, echt? Was mache ich denn hier die ganze Zeit? Ich habe einen Brand schon gelöscht, du oller Seebär. Kehr! So, ich versuche jetzt mal ein bisschen näher ranzukommen und hier den zweiten Brand auch noch zu löschen. So, damit wir vielleicht noch ein bisschen was von dem Boot retten können. Na? Muss ich echt nochmal die Ansicht wechseln? Ich krieg die Dinger einfach nicht hin. Okay, wechseln nochmal die Ansicht. Na komm, lösch den fucking Brand. Das gibt's doch nicht. Ah, da tut sich ein bisschen was. Mal zurück ein bisschen jetzt. Ah, endlich geschafft. Gute Legierung, dass das Boot nicht abgesoffen ist. MRCC Bremen, hier Fahrs von der Marwede. Ein Neuzugang bei uns hat den Brand unter Kontrolle bekommen. Das Feuer ist aus. Gratulation an den Neuzugang. Wie geht es den Schiffbrüchigen? Sie haben einen leichten Schock und sind unterkühlt, aber bereits mit warmen Getränken versorgt. Die erholen sich bestimmt bald. Ohne die Mithilfe unserer neuen Fachkraft hier hätten wir die aber nicht so schnell aus dem Wasser bekommen. Ich wende schon mal. Verstanden. Tolle Leistung. Könnt ihr die Yacht schleppen? Ich vermute, wir müssen den Havaristen erst noch lenzen. Er sieht recht mitgenommen aus. In Ordnung. Viel Erfolg. Du hast es gehört, Pete. Wir lenzen jetzt noch den vollgelaufenen Havaristen. Was macht eigentlich der alte Seebär die ganze Zeit? Du musst mit dem Seenotkreuzer nah genug an die gelöschte Segeljacht heranfahren, damit wir unsere Lenzpumpen dorthin legen können. Keine Sorge, um das Anbringen der Pumpe kümmere ich mich später selbst. Konzentriere dich ganz auf das Manövrieren. Wenn du nah genug an der Yacht bist, wird ein Button über dem Schiff erscheinen. Klicke ihn an. Damit aktivierst du die Übergabe der Pumpen. Seh nix. Los geht's. Seh nix. Ah, Pumpe übergeben. Ja, jetzt sind wir nah genug dran. Ich beginne jetzt mit dem Abpumpen auf der Segeljacht. Halt das Schiff so. Okay, der alte Seebär pumpt also ein bisschen ab. Wir hoffen mal, er pumpt nicht so, an der falschen Stelle ab. Los geht's. Ihr versteht schon. Ich bringe den Schlauch aus und prüfe die in seiner Hose. So. Fertig! Es war kein allzu großes Leck. Ich konnte es reparieren. Das Schiff sieht innen nicht so schlimm aus, wie ich gedacht habe. Aber wie es zum Brand kam, ist mir ein Rätsel. Wir müssen das Schiff nach Helgoland bringen.
Dort kann sich ein Gutachter den Schaden ansehen. Ich bleibe hier und du musst eine Leine auf die Segeljacht werfen. Komm, ich... Schalte im Kameramenü in den Ego-Modus um. Alternativ kannst du dafür auch die F11-Taste drücken. Gehe an die Reling und drücke die rechte Maustaste, um eine Leine in die Hand zu nehmen. Dann heißt es, gut Ziel. Drücke die linke Maustaste, um das Seil zu werfen. Du musst es auf die Segeljacht werfen, damit ich sie anbringen kann. Keine Sorge, du hast beliebig viele Versuche. Hast du die Yacht getroffen, musst du das andere Ende des Seils mit einem Klick an einem Poller der Marwede befestigen. Und denk dran, wenn du zu weit weg bist, muss die Marwede erst toll gemacht, Junge. Ich mache gleich die Leine fest und komme wieder rüber. Okay, er erzählt noch und erzählt und ich habe schon längst das Boot im ersten Versuch angeleint. Du bist zum Seemann geboren. Einen besseren Rettungsmann wie dich könnte ich mir gar nicht wünschen. Los, lass uns das kranke Kind nach Hause bringen. Mit dem Steuern der Marwede bist du ohnehin bereits vertraut. Auf deiner Karte am unteren Bildschirmrand kannst du sehen, wo der Hafen von Helgoland ist. Folge einfach dem Pfeil am Außenrand der Karte. Zum einfachen Steuern kannst du wieder in die Orbiter-Kameraperspektive wechseln, wenn du möchtest. Was ist da eigentlich los, dass ständig unterschiedlich die Stimme klingt? Einmal klingt sie, als würde sie direkt neben uns stehen, einmal als würde sie aus dem Lautsprecher kommen. Das ist auch so ein bisschen verrückt. So, okay, dann würde ich sagen, fahren wir mal, ne? Ist das Boot jetzt, wie sieht das denn aus? Muss ich jetzt langsam fahren oder auf irgendwas achten? Ja, wir fahren mal. Oh, schön, da hinten der Sonnenuntergang. Meine Güte. Klar, kaum sind wir fertig, meint Petrus, wieder das Wetter wechseln zu sollen können. Okay, das Boot fährt hinterher. Gut, dann ab nach Hause. Ja, sehr schön. Also ich vermute, das war jetzt der erste Auftrag. Das hat tatsächlich eine ganze Menge Spaß gemacht. Überraschend. Wirklich überraschend. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wie gesagt, postet gerne mal in die Kommentare, wie es euch bisher gefällt. Ob ihr mehr vom Schiffssimulator 2014 Search and Rescue sehen wollt. Also ich muss echt zugeben, ja, sehr positiver Ersteindruck. Pete, du solltest der Seenotleitung in Bremen Bescheid sagen, dass wir zurückkehren. Klicke dafür auf das Funkgerät am oberen Bildschirmrand. Okidoki. Hier MRCC Bremen. Was gibt's? Ich erwähne mal besser nicht, dass der alte Seebär gerade am Abpumpen ist, oder? Der alte Seebär ist auf der Yacht und pumpt sich ab! Wir bringen den Havaristen nach Helgoland. Verstanden. Hermann Marwede bringt gerade den Havaristen nach P3. P3 ist die Bezeichnung für unseren Liegeplatz auf unserer Station. Gut gemacht, Pete. Gut gemacht, Pete Smeet. Gut. Da haben wir das Boot im Schlepptau, fahren in den Sonnenuntergang. Das ist ja hier, jetzt müsste eigentlich... Wobei die Musik ist gar nicht mal schlecht, die im Hintergrund läuft. Ja, hat was. Also ich bin wirklich... Ich meine, wie lange haben wir jetzt? Ich gucke mal auf meine Uhr. 18 Minuten ungefähr. Echt positiver Ersteindruck bisher. Gefällt mir richtig gut. Ich bin gespannt, wie die normalen Missionen werden, wenn die noch mehr Abwechslung reinbringen. Ich meine, das war jetzt relativ zahm als erste Mission. Die wurden ja relativ durchgeführt, konnten keine Fehler machen. Ich bin mal gespannt, wie es in echten Missionen ist, ob man dann wirklich, ob Leute auch sterben können. Ich hoffe es natürlich. Nicht, dass ich mir extra Zeit lassen würde, aber ich meine, sowas ist natürlich wichtig, dass nicht unbedingt jede Person durchgebracht werden kann. Ich meine, wir haben den einen gerade gedöppt. Also, sowas sollte eigentlich nicht einfach so vergeben werden, wenn wir uns sagen, ach, den retten wir da, ach, setzen wir uns mal drauf mit dem Boot, ich sehe nichts, schalalalala. So, da sind wir, zurück in Helgoland, laufen in den Hafen ein. Los, lass uns das kranke Kind nach Hause bringen. Mit dem Steuern der Marwede bist du ohnehin bereits vertraut. Bravo, das ist er, das ist mein Junge, ein Seenotretter, wie er im Boot steht. Ob Sturm uns bedroht, hoch vom Norden, ob Heimweh im Herzen uns brennt, wir sind Kameraden geworden, nicht Tod und Verderben uns trennt. Hahaha, Pete, daran gibt es keinen Zweifel. Du bist mit Haut und Haar ein Seenotretter. Jonne hatte recht, wie immer. Es gab kein Zurück mehr. Ich wusste, dass ich genau das werden wollte. Ein Seenotretter. Hat so ein bisschen was von How I Met Your Mother. Und am Ende sehen wir Ted. So, wir haben es geschafft scheinbar. Einsatz erfolgreich. 18 Minuten. Geretteter Havarist 1. 2 gerettete Schiffbrüchige. Ja, sehr schön. Das war cool. Also ganz ehrlich, positiver als ich es erwartet habe. Ich habe mich auch gar nicht so doof angestellt.
Ich bin gespannt. Also, wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, dann postet mal in die Kommentare. Wir gucken uns mal ganz kurz nochmal an, was denn jetzt hier drin ist. Hier komme ich nicht weiter. Wenn wir mal aufs Spiel starten, weil da war ja Nordsee und Ostsee. Ich meine, wir sind in Helgoland, also sind wir in Nordsee momentan. Das würde mich aber mal interessieren, wie viele Aufträge gibt es denn da? So, 3 Einsätze scheinbar. Das ist ein bisschen wenig. Und eine freie Fahrt. Ich muss mal kurz die Katze davon abhalten, auf mein Notebook zu steigen. Mehrere Einsätze darunter. Okay, also da ist scheinbar eine ganze Menge Content in dem Spiel drin. Also wenn wir da 3 Einsätze haben und dann in der Ostsee auch nochmal 3 Einsätze mit jeweils, wie viel waren das gerade, 5, 6 Unteraufträge. Orkan klingt spaßig. Ja, das war Ersteindruck zum Schiffssimulator. Postet doch mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, ob ihr mehr sehen wollt. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann schon relativ schnell mit einem weiteren Video wieder.